Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar sind wir ja im Urlaub in Kroatien unterwegs. Und jetzt haben wir was gefunden und das zeigen wir euch doch mal. Guckt euch das mal an. Das ist ein Lost Place. Ich vermute mal eine alte Armeeanlage oder sowas. Ich kann euch nicht genau sagen, worum es sich hier handelt. Aber ich würde vermuten, dass das eine alte Armeeanlage ist. Guckt euch das mal an, das ist schon völlig krass. Also ich würde mal vermuten, dass das so ist, dass das so eine alte Anlage ist. Hier ist noch ein Haus. Da dahinter reiht sich noch ein Haus ein. Da dahinter sind noch Häuser. Krasser Scheiß. Das ist schon heavy. Also ich vermute mal, wie gesagt, dass das eine alte Armeeanlage oder irgendwas war. Schon krass. Krasser Scheiß. Schon heavy. So, gehen wir mal hier runter weiter. Mal schauen, was hier unten ist. Steht zwar nichts mehr drin, aber hier, alte Bar. Alte Badewanne. Krass, 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 krass. Was ist da draußen noch? Alter Bunker oder irgendwas. Was seht ihr, es zieht sich ewig. Also, und zwar zieht sich das ewig die Straße entlang. Also soll auch nur Bunker und so sein. Wahnsinn. Wahnsinn. Hier geht es dann weiter und dann geht es ja mitten in die Natur rein, wie es aussieht. Da unten. Da haben wir jetzt noch ein Gebäude, was wir vorhin von außen gesehen haben. Ach krass. Das verfällt schon komplett. Da hinten geht es weiter. Laufen wir mal runter, schauen uns das mal an. Oder Gleise. So, oh, Alter. Du musst aufpassen, wenn uns gerade Zecken einfangen oder so, Alter. Gar keinen Bock drauf. Ah, nee, das ist... Auf jeden Fall sind da noch alte Gebäude. Hört ihr das? Vorne ist die Straße. Da kann man es dann wieder raus. Auch noch ein paar alte Gebäude. Dach ist schon komplett mitgenommen. Hammer. Ist halt nicht mehr viel zu sehen, ne? Aber der erste Lost Place in Kroatien. Also für den Urlaub jetzt hier. Und das noch total per Zufall. Ja, die kommen beide vorne. Hier ist dann zum Beispiel auch noch ein Eingang. Hier geht es runter, wo auch immer das hinführt. Aber da haben wir jetzt heute nicht so viel Zeit, sonst wären wir jetzt da mal entlang gelaufen. Mega. Also ich finde es geil. Also hier ist noch ein weiteres Gebäude, das vor sich hin verfällt. Lauter Graffiti, aber hier scheint es ja gebrannt zu haben, weil wenn ihr mal schaut, hier oben zumindest schaut es so aus, als hätte das mal gebrannt. Krass, krass. Krass, krass, krass. Hier geht's hoch, schauen wir mal.
Also das hier ist der Bereich, wo es gebrannt hat, das seht ihr. Da gehe ich am besten nicht rüber, weil ich da keinen Bock habe, nochmal 1,80 tief zu gehen. Hier hinten, seht ihr das da hinten auch? Ja, und da geht's runter. Mega geiler Scheiß.